Guten Morgen hier von Dienstag, dem 24. Juli. Vanessa und ich haben heute auf so einem geilen Campingplatz geschlafen. Wenn man es überhaupt Campingplatz nennen kann, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Das ist so ein altes Anwesen, so ein alter Bauernhof, kann man irgendwie, glaube ich, fast schon sagen. Heute geht's nach Adelaide, wir sind jetzt ungefähr 100 Kilometer vor Adelaide. Wir sind gestern wieder 650 Kilometer gefahren, obwohl wir eigentlich gar nicht so viel fahren wollten, ne? Leute, hier wird einfach ein Haus transportiert, ein fertiges Haus, und wird jetzt irgendwo hingestellt. Wir kommen gerade einfach nicht mehr klar, weil meine App von Hungry Jack's hat einfach die ganze Zeit so einen Fehler, dass man die ganze Zeit schütteln kann und irgendwelche Preise gewinnt. Jetzt haben wir schon zwei mittlere, was, gell? Ja. Pommes bekommen, haben wir gegessen, jetzt habe ich gerade eben geschüttelt, jetzt habe ich noch mal eine bekommen. Umsonst. Jetzt gehen wir, ja, umsonst, wohlgemerkt. Und dann haben wir einen Freund jetzt gefragt, ob das bei ihm auch so hängt. Und dann hat er gesagt, nee, bei ihm geht's nicht. Und wir sind gerade so glücklich. Das macht uns einfach so glücklich. Leider. Ja, echt so. Oh, jetzt geht's weiter mit Schütteln. Der schaut sogar gerade zu mir runter. Ich würde ihn sogar kuscheln. So, guten Morgen Leute, hier von einem neuen Tag. Vanessa und ich sind heute in Harndorf, das ist so 20 Kilometer weg von Adelaide. Das Besondere an Harndorf ist, dass es ein ehemaliges oder immer noch ein deutsches Dorf ist. Hier sind irgendwann Ende des 19. Jahrhunderts ganz viele deutsche Flüchtlinge, haben quasi ihr Lager aufgeschlagen. Und man sieht es heute noch, ich sehe schon da vorne, Kaffeehaus, ich hoffe man kann es lesen. Und wir hoffen so sehr, dass man hier so geile belegte Brötchen, wie es in Deutschland... Oder wie das dieses Stückchen. Ja, so richtig geile Sachen einfach. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und zeigen euch die Stadt. Wir waren jetzt gerade in so einem Land drin, den dürfen wir nur leider nicht filmen. Die haben einfach alles Deutsche gehabt, was es bei uns auch gibt, importiert. Also von dem Salatdressing von Knorr bis Milchreis und Dr. Oetker bis, keine Ahnung, was gab es denn da drin noch? Rittersport, Knopf, also wirklich alles. Es war ziemlich cool, aber alles arschteuer. Klar, weil die halt voll viel importieren müssen. Die kann man so mal im Schaufenster jetzt sehen. Hier Schwartau-Marmelade. Pombeer. Melitta-Kaffee. Oh, Pflaummus. Ja, Freili, Vanessa. Auf, lass mal reingehen, ja, ne? Prost. So, was haben wir jetzt bestellt zu essen? Leberkäse mit Sauerkraut, Meerrettich, was noch? Irgend so ein Brötchen, glaube ich. Ja, ich weiß nicht. Ihr werdet sehen. Vanessa hat nämlich schon von Anfang an gesagt, dass sie voll Fleischkäse vermisst. Ich ja auch. Und ich glaube, das ist der einzige Ort in Australien oder mit der einzige Ort, wo wir Fleischkäse auch bekommen, wirklich. Mhm. So, ich. Oh mein Gott. Es sieht so lecker aus. Ich habe so Hunger. Ey, ohne Scheiß, gell? Ich habe selber nicht geglaubt, wie sehr ich eigentlich deutsches Essen vermisst habe. Vor allem so Sauerkraut, Fleischkäse. Da war noch so Meerrettich dabei und es hat alles so lecker geschmeckt. Also wirklich fast wie bei uns. Der Besitzer von dem Laden, ich habe gefragt, der heißt Otto, ist noch ein Deutscher. War bloß leider nicht hier. Guck mal, ratzeputze leer, der Teller. Ich dreh durch. Die haben ja einfach sogar Linzertorte. So. Wir sind jetzt fertig hier in Harndorf. Wir fahren jetzt noch nach Adelaide rein, weil es noch so früh ist. Man ist relativ schnell durch, aber es ist echt empfehlenswert, hier zu sein. Allein wegen dem Essen hat sich schon gelohnt. Vanessa hat einfach ein neues Haustier. Guck mal den süßen Popo an. Ja, du hast einen süßen Popo. Hast du richtig gehört? Mhm.
guten Morgen hier vom 27. Juli. Vanessa und ich gehen heute in so einen Wildlife Park wieder. Unterschied ist aber, dass man hier sogar Koalas halten kann. Und wir freuen uns extrem. Ich wollte schon immer meinen Koala auf der Hand halten. Meine Schwester hat schon mal einen gehabt. Die hat gesagt, die sind kratzig und nicht weich. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wir freuen uns auf den Tag, weil da gibt es nicht nur Koalas, sondern auch noch ganz viele andere Tiere. Und jetzt geht's erstmal rein. Alle Leute, hört ihr das? Das sind einfach Affen. Bist du nervös? Ja, ich freue mich sehr. Vielleicht gibt es einen Koala auf die Hände. So sind die Ohren. Ja. So, und wie ist es? Erzähl. Oh, die sind gar nicht so kratzig, wie ich gedacht habe. Nicht? Jetzt mache ich gerade noch ein Video. Ein paar Bilder. Jetzt hatte ich auch das erste Mal einen Koala auf der Hand. Die sind tatsächlich gar nicht so kratzig. Das Eukalyptus ist richtig übel. Ja. Gar nicht so kratzig, wie man gedacht hat. Tschüss. Tschüss, Koala. What's his name? Prickles. Oh. So she's a 5-year-old girl. Musst du aufpassen. Her name. Oh. Erzähl, wie das Young fühlt, wie schwer war er? Der war gar nicht so kratzig. Und ich weiß nicht, wie viel hat er gewogen? 5 Kilo? Ja, bestimmt ein bisschen mehr. Der war total verfressen, einfach nur. Sie stimmt. Oh, es war so toll. Richtig krass. Wir waren so circa vor einer Stunde, eineinhalb Stunden hier drin und haben halt so gechillt und auf einmal klopft es so an unser Fenster und ich bin voll, ich habe mich voll erschrocken. Wie in Halls Creek hat sie geschrien, alter Falter. Dachte ich so, oh mein Gott, wer klopft der jetzt? Hab voll angefangen zu schreien, weil meine Füße waren noch so in der Scheibe und ich habe mich halt übel erschrocken. Und dann waren das halt unsere Nachbarn, mit denen haben wir uns halt heute Mittag schon unterhalten, weil die haben so einen ganz süßen kleinen Puppy gehabt. Wie alt war der? 4 Wochen? 5 Wochen? 8 Wochen. 8 Wochen. Richtig süß und noch so 2 andere Hunde. Und da haben wir die halt darauf angesprochen, die Hunde gestreichelt heute Mittag und jetzt haben die uns einfach zu sich eingeladen. Also die haben halt so einen Campervan gehabt, so einen großen. Ja, so einen richtig riesigen. Was hatten die da drin? Kochfeld, Couch, Sessel. Das sieht eher aus wie so ein Tourbus, kann man richtig krass hier für so eine Band eigentlich. Und ja, auf jeden Fall haben die uns eingeladen. Dann hat die für uns gekocht, hat so eine Käseplatte mit so Crackern hingestellt, hat so Würstchen extra für uns angebraten mit so einer Soße. Und dann hat Maxi halt so ein richtig leckeres Bier getrunken und ich halt so einen richtig geilen Wein. Ich habe noch nie so geilen Weißwein getrunken. Und dann habe ich halt gesagt, ah ja, wie heißt denn der Wein? Der war voll lecker. Und jetzt hat sie einfach gesagt, ja, der heißt so und so. Und als wir jetzt gegangen sind, hat sie mir einfach die Flasche hier geschenkt. Die komplette Flasche. Und Maxi hat sie einfach, wo ist denn das Bier, Adam? Hat sie einfach noch so ein Bier geschenkt. Richtig süß. Und hat sie, was denn? Und? Was noch fehlt? Ach so, ja. Und die haben uns noch eingeladen. Die wohnen in Orange, ist das, oder? An der Ostküste irgendwo. Und die wohnen da halt und jetzt haben die uns halt angeboten, dass wir kostenlos dort unterkommen können oder wenn wir das nicht möchten, dass wir halt einfach dort kurz duschen können, schlafen können, wie auch immer halt. Und dass die extra so ein Ferienhaus haben und richtig lieb, wir sind richtig froh, dass wir die kennengelernt haben. Und ja, jetzt müssen wir erstmal schlafen gehen, morgen um 5 heißt es aufstehen, beziehungsweise da fahren wir schon los, wann müssen wir denn aufstehen? Um 4:30. Um 4:30 müssen wir aufstehen, um 6 holen wir dann das Auto ab, das wir gemietet haben, weil wir es ja unserem Auto nicht so ganz zutrauen, so eine weite Entfernung zu fahren. Und dann geht's ab nach Cooper Pedy. Gute Nacht!